Yeah, I'm looking good. Things that go bump in the night. What the Jesus? Me, jerk. Sandy. Okay. Shrunken head, broken legs, body parts on the concrete. Cut them up, butcher style gators in the swamp. Red light, leave them dead, running like a track meet. Scared of nobody. You know who I am? Do you have any idea who you're talking to? Or maybe you saw me in the playoffs. I played for the fucking goddamn champions. Cooking meat cannibal, trying to eat. I got a zombie army, and you can't harm me. Hey, watch it. You voodoo, bitch. Drink blood like a vampire without warning. Who do you voodoo, bitch? Stand up. Sam B got the thing that go bump in the night. Whoa. Who do you voodoo, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do you voodoo, bitch? Let's go. Sam B the Papa Shango, I'm bearing some maybe. Handful of fingertips, toss them up like confetti. Stay full of corpse bitches, I'm a pimp of the dead. Come fuck with a another zombie, drunk I put chair, a stick in your head. Look, you want ghouls, I got fucking stupid get. Maybe everybody dies and see your ass real soon. Crack bones to the mirror, hot sauce, and they suck it. Now my juju ain't nothing to fuck. Sir, looks like you've had enough. What's your room number? I'll make sure you get there safe and sound. That go bump in the night. Who do you voodoo, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do you voodoo, bitch? Let's go! Excuse me, lady. Are you okay? Can you hear me? What are you doing, sir? This is the woman's restroom. I got a zombie on Sand G. You can't harm me. Who do you voodoo, bitch? Excuse me, sir. Are you okay? Who do you voodoo, bitch? Arms off of my bare hand. Who do you voodoo, bitch? Yeah. Smack it, my boy. Who do you voodoo, bitch? Who do you voodoo, bitch? Da sind wir bei Dead Island. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Bei mir ist der Zombie Gulasch LM. Und bei mir irgendwie wie immer der Herr Alex Vendetta. Servus. Hi. So, wird gerade ein bisschen laut hier, weil das Intro wollte schon wieder losgehen. Das hat mir ja schon ziemlich gut gefallen, das muss ich ja mal sagen. Ja, ich gucke jetzt gerade nochmal, dass ich hier die Lautstärke und alles nochmal einstelle. Ja, das muss ich auch gerade machen. Gamma-Werte. Ah, die lassen das so, wie sie sind bei dreh mir. Dreh die Stücke mal höher bei meinen Aufnahmen, weil die sind immer dunkel, meine Aufnahmen. Ah. Achtung, das Spiel wurde mit einem System aktualisiert, das die Stufen der Feinde auf deine aktuelle Stufe einstellt. Dadurch wird das Koop-Spiel unabhängig von der aktuellen Stufe des Hosts zu einer größeren Herausforderung für dich. Möchtest du das System aktivieren? Hm. Das klingt ja eigentlich interessant. Ja, könnte man. Ich hab's aus, aber wenn, dann schalten wir es beide ein. Also das Tutorial müssen wir sowieso alleine spielen, weil erst danach können wir uns gegenseitig joinen. Ja. Also sehen die Leute jetzt halt zwei verschiedene Sichten des Tutorials sozusagen. Ja, aber was meinst du? Soll ich mal auf Ja oder soll ich mal auf Nein drücken? Was denkst du denn ist besser? Ja, in dem Fall ist es ja eigentlich dann scheißegal, weil wir ja zusammenspielen, haben wir eh das gleiche Level. Ja, dann machen wir Nein. Okay, machen wir das aus. Ja. Okay. Aber ich muss erstmal den Sound ein bisschen leiser. Ja, ich hoffe, dass es okay ist. Ich habe alles unter die Hälfte gedreht. Musik vielleicht, na, ein Viertel oder ein Drittel. Ja, das mache ich auch. Mache ich ein bisschen leiser. Und Effekt und Sprache habe ich knapp unter der Hälfte. Feindgesundheit anzeigen, verursachter Schaden anzeigen. Was ist das? Aufzeichnung automatisch, bla bla bla. Grafik. Ich finde die Maus gerade ein bisschen schwammig. Ich benutze die Maus nicht. Ich spiele es mit dem Joypad. Ah ja. Steuerung, da sollte ich vielleicht... Maus und Tastatur ist an. Okay, ich brauche auf jeden Fall... Die Maus ist ein bisschen mega lahm. Also ich spiele es mit Maus und Tastatur. Mhm. So... Das gibt's bei Extras, persönliche Statistik, okay, das interessiert jetzt keinen. Wir gehen auf Spielen. Ja, ich habe mir auch schon eine neue Figur gewählt. Neues Spiel, ich noch gar nicht. Ich weiß nicht, wen du nimmst. Also den Rider können wir nicht nehmen, weil der ist nicht für die Kampagne, das ist nur für das DLC. Rider sehe ich gar nicht, weil ich wahrscheinlich das DLC nicht habe. Rider White, ich weiß nicht, hast du die Game of the Year oder eine ganz normale? Leider doch nur die normale, die Game of the Year, da war ich zu spät beim Bestellen.
Ah. Expert für stumpfe Waffen, Expertin für scharfe Waffen, Feuerwaffenexpertin. Ich weiß aus Erzählungen, dass Feuerwaffen eher selten sind, stimmt Kommt das? Erst später wirklich mit Feuerwaffen. Also ist das eigentlich obsolet, könnte man sagen. Okay, also ist jetzt erstmal einer, der draufhauen kann, geiler. Ja, also ich würde ja gerne den Logan spielen. Den Logan, weil der aussieht wie du. Der Wurfexperte, ist ein bisschen, ne? Ja. Du, dann würde ich trotzdem die Pörner oder die Xian nehmen. Und da ich auch Asiaten stehe, nehme ich die Xian. Na, habt ihr es gehört, seid ihr Asiatin, ne? Dann Fotos an seine E-Mail-Adresse, ergibt sie dann bestimmt raus. Richtig, aber das ist ganz normal für europäische Männer. Ein gewisser Fable. Mein Vater war ein großartiger Mann. Ach, von mir auch. Lest das mal nicht vor, das könnt ihr euch selber durchlesen. Oh, sie kann Kampfsport, das ist super, die nehme ich. Ja, ich warte auch nicht, bis er es vorgelesen hat, sondern bis es runtergescrollt ist. Ich habe jetzt einfach auf neues Spiel gedrückt. Ja, mach doch. Gerade Prolog. Wir gehen doch sowieso in den Prolog und danach können wir erst uns joinen. Okay. Ja. Rücke leer um die Finden ein, das machen wir natürlich. Ich spiele ja schon wieder eine Tussi, also irgendwie zeichnet sich da ein Bild ab. Er trägt gerne Frauenkleider, nur privat darf er nicht. Absolut, nee, doch privat schon, ich darf es nur keinem erzählen. Ach so, ja. Sonst zieht deine Dame das kommende Kind alleine auf. So sieht's aus. Das Kind soll ja nicht in der Schule gehänselt werden, ne? Kann man auf irgendeiner Taste Sachen nehmen? Ja, auf irgendeiner Taste kann man Sachen nehmen, aber ich glaube erst, wenn es gedacht ist dafür. Doch jetzt ist es zu schnell. Im Menü war die Maus so langsam, hier geht's zu schnell. Ja, dann stell dir die Empfindlichkeit so ein, wie du sie brauchst. Ne? Das mache ich doch. So, weiter. So, hier sind wir fertig, neues Spiel, ja. Du hast Prolog bereits abgeschlossen. Möchtest du noch einmal spielen? Ja, weil ansonsten muss ich nämlich warten, bis der Herr Vendetta fertig ist. Das ist scheiße. Es tut mir leid. Naja, der Prolog gehört ja dazu zu einem Let's Play. Ich habe das ja schon mal zu locker Hälfte, drei Viertel aufgenommen gehabt auf meinem alten Kanal und es ist nie fertig geworden. Also es ist ganz gut. So, wir wachen auf nach dem Intro, wie man sieht. Hacke dicht. Gewesen. Weißt du, was auch lustig ist? Du musst mal alle Räume gut durchsuchen. Man findet, Ich habe gerade Geld gefunden. Man findet diese Family aus dem Trailer, aus dem Heftigen. Ach! Aber der Trailer war so großartig. Ja, der war auch ein bisschen kontrovers, weil der war ja schon fies, ja, mit dem Kind und so. Ja. Drücke T für die Taschenlampe. Aha. Aber irgendwie tubbelt's leicht bei mir. Ja? Ich muss noch mal ein bisschen was machen, ja? Also bei mir läuft es gut. Ich glaube, das liegt auch irgendwie an der Maus. Gut, vielleicht hast du Hardware-Maus-Beschleunigung oder sowas drin. Ja. Das ist ja dann auch manchmal, dass der dadurch das Spiel besser zuckelt. Ja, wärst du nämlich aus der Tür rausgegangen und links abgebogen, hättest du direkt die Family gefunden. Links ab? Ja, statt rechts zu den Koffern, links, dann gehst du ins Zimmer. Ah, hier ist die kaputte Tür! Ja, und wenn du aus deinem Hotelzimmer rausgegangen wärst, dann hättest du dann direkt die Family gefunden. Ja, ich hab sie. Und ein blutiges Bett. Da bin ich auch. Oh Mann. Aber die kann man nicht boxen. Also, Dings ist ausgeschaltet. Wie heißt es denn? Ja, weil die Deko sind. Bei Zombies ist das was anderes. Da kannst du die Brocken noch ein bisschen rumtreten. Aber die Axt, die da liegt, kann man nicht nehmen, ne? Nein, weil es momentan noch nicht dafür gedacht ist. Sowas finde ich doof. Aber du kannst hier dann schon die ganzen Schränke ausräumen. Ich finde hier zum Beispiel Metallschrott und Batterien. Das ist später für Baupläne. Und da kann man sich richtig kranke Scheiße basteln. So Sachen mit Tränen, Kreisblättern, Hämmer mit Gewichten dran, damit sie mehr Durchschlag haben. Und also ich muss gerade checken, wie man eine Tür aufbricht. Das ist ja krass. Ja, aber beim dritten Versuch geht sie so oder so auf. Also. Ja, habe ich gerade gemerkt. Ah, weil du es nicht gepackt hast? Geht mir auch mal so. Ja, weil es ein bisschen doof ist mit der Maus, man muss runterziehen und dann im richtigen Moment hoch. Ja, bei mir ist es mit dem Analogstick, also ist auch nicht viel besser. Ja, das ist wieder das Ding, ne? Ego-Shooter und da bin ich ja Ego-Shooter und Stick oder beziehungsweise. Ja, es Controller. Ist ja kein Ego-Shooter, deswegen, das spielt sich sehr, sehr gut mit Joypad. Kann man gucken. Joypad reagiert nicht, weil ich es ja nicht eingestellt habe. Nee, es spielt sich wirklich sehr gut.
Kann man ja beim der zukünftigen Parts, wenn du danach noch nicht genug hast, durchaus mal ausprobieren, ne? Ich bin jetzt auch beim Tür aufbrechen. So, ich bin jetzt draußen auf einem Balkon. Aber so scharf ist meine alte doch nicht. Ah ja, aber besser als wenn du auf dem schwarzen schwarzen Rapper-Arsch guckst, ne? Ja. Toll, beim dritten Versuch habe ich es hinbekommen, dass es genau in der Mitte war. Da wäre es eh aufgegangen. Ah, immer Alter. Diese selbe Scheiße. Was, Alter? Ja, ja, deine Abonnenten, ich will ja nicht spoilern. Was denn? Ja, ja, wenn man auf dem Balkon ist. Ja, es ist eine geile Aussicht, das kann ich jetzt schon sagen. Ja, ist es. Ist cool gemacht, aber da bin ich ja gleich. Ich tue nur die ganzen Koffer, die hier rumliegen, ausräumen. Weil da Geld und sowas drin ist, ja, das brauchst du nämlich auch, ne? Natürlich braucht man in der Zombie-Apokalypse Geld. Alter, die sind ja alle, oh Gott. Weil das ist sehr realistisch, dieses Spiel. Wenn man was upgraden will auf einer Werkbank, dann kostet das Geld. Dann muss man das nämlich irgendwo auf die Werkbank legen und dann kommt irgend so ein kleiner Zwerg und er holt sich das dann. Also das ist Blödsinn, sagst du? Ja, das ist Blödsinn, aber irgendwie mussten sie das ja einbauen. Dann kostet das dann Geld, wenn du Upgrades baust an der Werkbank, wo kein Mensch ist. Aber trotzdem sind die Upgrades pervers geil. Achso, gedrückt halten. Ah, okay. Ja, und dann sehen die Leute auch gleich mal hier ein bisschen, was es hier so alles zu machen gibt. Es gibt 100.000 Taschen zum Ausräumen. Und dann seht auch hier meine 12,5 Abonnenten sehen jetzt auch mal die Aussicht. Who do you who do, bitch? Ich finde, das sieht so klasse. Gibt's auch keine Copyright-Probleme bei YouTube? Beim letzten Mal gab's keine Probleme, ansonsten, ja, blenden wir es da aus. Genau, die Aussicht meinte er bestimmt. Mit ja. Alter. wo es auf einmal regnet. It's raining, man. Du wirst mir vertrauen müssen. Ah, du hast Cindy Roy gefunden. Ach. Wie ich es immer nenne. Ja, erst ein bisschen schneller. Ja, ein bisschen. Aber das kennen wir ja auch. Ah, es ist halt so einer von der schnellen Truppe. Ja, aber hier sind auch so viele Taschen. Ich wette, ich habe schon 100.000 Bauteile mehr als er. Ja, das werden wir ja mal sehen. Ich mache auch alle Taschen auf, so ist es nicht. Ja. Mach ich wirklich? Guck dir mal ein Let's Play an. So. In der Fußgängerzone, besonders bei Omas, macht er auch immer gern die Taschen auf. Gerne, ja. Packt denn auch gern die Taschen nach Hause. Oder? Öffne die Fahrstuhlluke. Ne, ich mache extra langsam, dann muss ich nämlich nicht warten, wenn der Prolog kommt. Aber ich glaube, ich muss ich muss die Grafik doch nochmal ein bisschen, irgendwas muss ich machen. Also, ist so wild. Ich weiß nicht wieso. Texturenqualität hoch. Das könnte es ja eigentlich gar nicht sein. Theoretisch. So, und dann kommen ja die ersten Freunde, die uns zum Fressen gern haben. Hm. Hä, warum kann ich nur Vollbild an- oder ausmachen? Das soll natürlich an, ist klar. Bildwiederholrate, aber ich kann auf Auflösung und so, ne? Irgendwo kann ich was umstellen. Ja, wobei bei Grafik. Ne? Vermutlich nicht, weil du im Spiel drin bist. Hä, ich bin noch im Spiel. Ja, was vermutlich deswegen nicht, weil du im Laufenden spielst. Scheiße, ich bin rausgeflogen. Oh ja? Ja, ich komme gerade wieder rein. Das ist aber gleiche, ja nicht schlimm, dann gleichen wir uns ja... Das gleiche wie immer? Net Framework? Aber, nee, kein Net Framework, sondern weil ich umgestellt habe. Ah, und dann macht er Neustart? Ja. Ja, damit müsst ihr auch leben, wenn wir together das machen. Er fliegt eigentlich immer raus. Ja, aber nicht absichtlich. Das ist Stilmittel. Ja. Das ist kein Fehler, das ist ein Stilmittel. Fortfahren. Kunst ist nun mal nicht, ja, so leicht zu verstehen, sag ich mal. So, dann bin ich abgestürzt mit dem Aufzug. Das haben wir totgelabert, das Ganze, wie ihr gesehen habt. Und dann gehen wir mal ein bisschen spazieren. Hier liegt ein Teddybär, den darf ich aber nicht mitnehmen. Leider. So, und ich nehme jetzt wieder auf, liebe Leute, ich war gerade weg, konnte mich nur beim Zombie hören, weil ich die Grafik umgestellt habe. Was heißt denn Grafik umgestellt? Jetzt sehe ich auch den Teddybären.
Bist du auch gerade nach dem Fahrstuhlabsturz? Ja. Dann sind wir gerade im gleichen Gang. Ich mache hier gerade Kisten leer. Ja, ich mache auch gerade auf. So, jetzt liegen hier hinten so ein paar nette Leute, die man auch noch ausrauben kann, die hier sehr hübsch aussehen. Die liegen ein bisschen in so einer Pissrinne. Das ist ja eklig. Aber warum kann man die ausrauben? Ich kann sie nicht ausrauben. Das ist ja auch zufällig. Ich kann aber draufkloppen. Boah! Nimm das, Arschloch! Yeah. Ja, das Spiel hat sehr, sehr detaillierte Verstümmelungsarten. Das werdet ihr auch noch sehen. Aber nicht beim Schlagen. Naja, nicht. Du bist erschöpft. Warte ein paar Sekunden. Du hast dich gerade an Leichen ausgelassen. Warte. Dreh dich um. Was? Was? Verdammt. Ich habe mich umgedreht, da waren die Zombies hinter mir. Verdammt. Ich wurde getötet. Ich habe irgendwie gerade Scheiße gemacht. Ah, ich sehe die Zombies. Ah! Ich laufe weg. Ich habe es geschafft. Nur ein kleines Stück weiter. So, jetzt räume ich hier nichts aus, weil jetzt hat er nämlich wieder vor dem Gang gemacht. Jetzt laufe ich einfach weiter. Leckt mich. Zombies haben voll Hängetitten. Wenn du schon halb am Vermodern bist, dann ist das, oder? Anything useful. Alter. Frecher Hund. Run to the storage room. Lauf, fett Arsch. Raus aus den Federn, Lade Resort. Ja, und danach können wir uns auch, wenn wir Glück haben, joinen. Tür zu. Nächster. Ah, Cindy ist da. Moresby war auch schon vor dem Ausbruch eine gefährliche Stadt. Moresby seht ihr später. Die macht nicht Spaß. Das schlimmste Part vom ganzen Spiel, Moresby. Das ist schlimm, wenn man es schon kennt, ne? Ja, da geht's aber richtig vorwärts. Wenn wir dann sehen. I'm doing it. No! Um mal ein bisschen was dazu zu sagen, wir wurden gebissen, aber wir gehören zu ein paar wenigen, die immun sind. Deswegen will der uns gerade erschlagen, mein Basie. Ah, okay. Ich renne gerade hier rum. Bist du im Haus? Ja. Mit Margaret, Janine. So, jetzt können wir probieren, uns zu joinen. So, aber ich versuche noch mal ein bisschen was an den Grafikeinstellungen zu machen, bis du jetzt hier bist. Weil ich bin auf jeden Fall da, ne? Weil ich denke, ich muss das Spiel beenden und das im Hauptmenü machen. Kann sein, dass du den Grafikspeicher zu hoch stehen hast. Wenn deine Grafikkarte zum Beispiel nicht so viel hat oder so, oder du kannst eine höher stellen, weil eigentlich müsste deine Grafikkarte ja nicht das Ganze ganz gut mitmachen. Ja, ja. Größe der Shadow Map habe ich auf 512. Was ist denn die Shadow Map? Machen wir mal mit. Shadow Map, ja, das ist. Die kann man höher oder niedriger stellen. Ich weiß nicht, wie viel Speicher deine Grafikkarte hat. Ja, über ein Gigabyte. Oder zwei. Oder so. Ja, dann kannst du auch auf 1024 oder sowas stellen. Okay, Schatten lasse ich mal auf normal. Ich habe jetzt einfach Laubqualität und Effektequalität auf Mittel gemacht. Okay, hast du den Cinemoy eigentlich schon gerettet draußen? Nee, noch gar nicht. War noch da drinnen. Ja, das mache ich jetzt gerade. Ausgewogen. Beste Performance. Beste Qualität. Ah, haben wir ausgeworfen. Ja, hier geht's auf jeden Fall richtig vorwärts. So. Mittel. Aber mal so, ist ja egal. So, man kann hochspringen und den auch in die Fresse treten. Das ist sehr, sehr gut immer. Ich muss das Spiel neu starten, also bis gleich. Ja, bis gleich. So. Das ist echt nervig. Wow. Aber wenigstens liegt's nicht mehr an diesen Net-Framework-Fehlern. Ja, immerhin. So, jetzt habe ich den Prolog abgeschlossen. Sozusagen. Jetzt kommt eine kleine Videosequenz. Und vielleicht kommt dann der Herr... Wendet. Okay, then. Thanks, mates. Akt 1. Auf jeden Fall, ihr habt schon einen kleinen Vorgeschmack gesehen. Also später geht es richtig vorwärts, was die Brutalität angeht. So, und da bin ich auch wieder. Also es sind immer so 20 Sekunden, die einfach fehlen. Die findet ihr dann bei mir, ohne Werbung machen zu wollen.
Wie heißt denn dein Kanal nochmal? Das habe ich ja ganz vergessen. Ich weiß nicht, irgendwas mit Zombie-Gulasch LM, glaube ich. Ja, ist nur das wie Tag und Nacht so. Ich muss jetzt raus, ne? Du gehst da raus, bist du wahnsinnig? I can arrange for transportation by air, by sea, but first you need to get here, ah, to me. Ah, hier, nehmen wir das Paddel. I have many sick and injured here, mate. Ja, was sie so anbietet, komisch, als wär's so gedacht, ne? Tell me where you are. Where are you? Ja, der Typ mit der Mütze sieht ja voll dumm aus. You there, mate? Hello? Hello? Oh, God damn it. Oh. Die ganze Hintergrundgeschichte dazu. Okay. Seht ihr bei Rider White übrigens, ne, beim DLC. So, ich habe Fähigkeitenpunkte bekommen. Oh. Linke Maustaste. Rechte Maustaste. Ach so, scheiße. Ich glaube, jetzt sterbe ich. Linke Maustaste, rechte Maustaste. Oh Gott, ich bin tot. Erholungszeit 6 Sekunden. Scheiße. Ich war mit der Spielmechanik noch gar nicht vertraut. Ich muss auch schon wieder nachdenken, wie es geht. Das Lustige ist, man konnte voll leicht die Zombies eigentlich platt machen, vorher. Aber das haben sie weggepatcht. Das soll heißen, man konnte jetzt hingehen, hochspringen und denen ins Gesicht treten. Und das hat fast gar keine Ausdauer gekostet. Treten auch nicht. Ja, das verbraucht, oh, das verbraucht eine Menge. Ja, und vorher hat es gar keiner gekostet. Deswegen hat man dann immer, kurz bevor die Ausdauer leer war, einfach nur einen Sprung gemacht, hat den ins Gesicht getreten, also umfallen und dann einfach nur drauf eingetreten. Ah, okay. Das gibt's aber nicht mehr, das haben sie weggepatcht. Das war vielleicht dann zu leicht. Ja, Akt 1. Jawohl. Dann können wir gleich mal online suchen. Dann ist ein Fertigkeitenpunkt bekommen und dann können wir uns mal suchen, ob wir uns finden. Wie levelt man denn hier am besten? Och, du, ich hab ja eine Fähigkeit genommen, die spezifisch auf meinen ist, bei Überleben. Ich habe Bumerang genommen. Das ist eine Chance, wenn ich eine Waffe werfe von 15%, dass ich sie direkt wieder in der Hand habe und nicht vom Zombie holen muss. Ah, okay. Und bei Raserei, das sind dann so Spezialangriffe. Wenn deine Raserei-Leiste voll ist, kannst du die starten und dann zum Beispiel, wenn du Sam B bist, hast du dann Schlagringe und die Zombie-Köpfe explodieren richtig. Oder ich habe dann ganz viele Wurfmesser oder ich weiß gar nicht, was deine dann hat, dir dann auch wieder irgendetwas. Also das ist ganz cool. Da gehst du voll ab, da wird alles rot und dann metzelst du wie ein Blöder, wenn du Raserei nimmst. Okay. Mir läuft noch die Sequenz gerade. Ja, wo er mit diesem Spinner telefoniert oder funkt. Ja, genau. Ja, ja, der kommt in Rider White vor. Aufstieg, dann. Neues Upgrade verfügbar. Oh, wo wähle J, nee, warte mal. Doch, J? Kritische Treffer mit modifizierten Waffen, entfesseln, vernichtete Spezialeffekte. Oh Gott, das ist alles so neu für mich. Da steht gerade Beitritt. Beitritt, zu wem? Ludo. Nein, der willst du nicht beitreten. Nee, will ich auch nicht. Wie komme ich hier wieder raus? Ich nehme es wieder zu, machst vermutlich auf J. Oder bist du auf Beitritt gegangen? Ja, ich glaube. Oh. Ich versuche, Mann. Aussteigen. Möchtest du wirklich aussteigen? So, jetzt bin ich wieder nur im normalen Hauptspiel. Ja, ich suche gerade. Ich bin gerade in der Spiellobby und such mal, ob ich dich da finde. Nach Spielen im selben Kapitel wird gesucht. Den normalen Leuten kann man keine geben. Was kann man? Den normalen Leuten in die Fresse hauen. Das geht nicht. So, wie geht denn das? Spielerlobby? Ja, und ich finde dich dort nicht. Das ist ja wieder super. Geht's nicht vielleicht einfach über Steam? Das probieren wir mal, aber ich glaube... Spiel betreten, nein, das geht nicht. Das Problem hatte ich aber mit einem Kumpel. Einladung senden. Ich kann bei dir Spiel beitreten machen. Ja, dann mach das doch. Ja. So. Ja, ich hatte mit dem Kumpel das Problem, dass wir beitreten konnten, dann lief alles asynchron und dann ist es bei einem abgestürzt. Und beim anderen Kumpel ging es. Tommy Gulasch. Hey! Okay. Da sind wir. Wo verteile ich jetzt die Fertigkeitspunkte? Ich weiß nicht, was du alles hast. Ich habe Stufe 2 und ein Upgrade.
Genau, und dann kannst du ja oben deine Fähigkeiten dir angucken und dann gibt es dann verschiedene, gibt es drei Fertigkeiten, Bäume, und dann guckst du mal, was dir am besten zusagt. Oder liest mir mal vor, dann kann ich dir vielleicht was dazu sagen. Ja, nein. So, also, warte mal, Fähigkeiten. Wo sehe ich denn, was jetzt für mich also erstmal relevant ist? Also Raserei ist eine klassenspezifische Sache. Die hat jeder was anderes. Also eigentlich hat jeder bei allem was anderes. Das ist alles auf die Klasse angepasst. Bei mir steht da Blutrausch. Setze deine tödlichsten Fähigkeiten ein, um mit Feinden in der Nähe schnell fertig zu werden. Ja, kannst du mal ausprobieren. Ich kann also nur bei Raserei gerade drauf. Oder kann Nö, du kannst... Die oberen kannst du bei allen rein. Klingenkämpfer. Scharfe Waffen sind nun... effizienter und effektiver. Schaden mit scharfen Waffen plus 5%. Ausdauerkosten bei scharfen Waffen minus 10%. Chance auf kritische Treffer mit scharfen Waffen plus 1%. Präzise Kopftreffer verursachen 5% Schaden. Ja, nimm einfach einen von den oberen, der dir am besten zusagt. Überleben. Dann kannst du dich eigentlich fast nicht verskillen. Ja, ich muss sowieso alle oben einmal anmachen wahrscheinlich, um dann die unteren Sachen freizukriegen. Ne? Genau, das heißt, die oberen aktivieren ist sowieso von Sinn. Okay, also mache ich jetzt erstmal Raserei. Gut, und sofern du hier dann in diesen roten Kreis kommst, dann können wir mal mit Cindy Roy reden. Okay. Alex Vendetta, steht bei mir Zombie-Gulasch schon drüber? Ja. Wow, unglaublich. So, mit dem hier, Cinnamoy. Genau, Cinnamoy. Okay. Name's John Cinnamoy. Head lifeguard here. The voice on the radio told me you were in trouble at the hotel. Said you were resistant to whatever this is. I didn't believe it, but then I found you and I saw the bite marks. You got no symptoms, but those aren't love bites, are they? I don't know who you are. Hast du es weggeklickt? Nee, ich habe ihn in die Fresse gehauen. Also du kannst es nicht annehmen, wenn es bei mir läuft. Ich höre es mir gerade an. Ah. Wir müssen alle Leute in die Hauptstation der Rettungsschwimmer schaffen. Ja. Tell me something I didn't know. Ich glaube, ich habe 82 Stunden Spielzeit bei der Dreinen. Oh Gott. Du kannst es ja dann nochmal durchspielen. Was kriegen wir? Bauplan genagelt kriegen wir dann danach. Er hat genagelt gesagt. Das kann ich jetzt schon verraten. Das ist ein Bauplan. Dann können wir aus Baseballschlägern oder Stöcken mit Nägeln zusammen, ratet mal, was bauen. Eine Nagelkeule. Was mache ich gerade? Keine Ahnung. Ja, siehst du mich nicht? Ja, jetzt bist du gerade vor uns lang gelaufen. Jetzt sehe ich deinen Paddel. Take a weapon and watch yourself. You may be immune, but that don't mean you can't die. So, laber nicht so viel. Nimm dir eine Waffe und pass bla 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 bla. Pass gut auf dich auf. Ich bin fertig soweit. Ja, gehen wir paddeln, mal raus, ne? An die frische Luft. Ja, hier ist noch Stecken manchmal in Zombies stecken noch Stöcke drin, die kann man sich auch nehmen. Oder hier ist noch ein neues Paddel. Kann man sich einfach mal Sachen mitnehmen. Weil die haben Abnutzung. Oh, da war der Kopf weg. Die haben nämlich eine Abnutzung. Die Waffen? Ja, und deswegen ist es immer gut, wenn man mehrere rechts einsteckt. So, und schon ist der Kopf explodiert. Wo bist du denn? Da bist du. Jawohl. Hopp. Was machst du da? Ach! Springe. Ah, okay. Ja, keine Ahnung, wie das geht. Auf Taste A auf dem Joypad. Nee, bei mir. So, wie gesagt, Paddel, nimm dir ruhig mal welche mit. Hier ist auch noch eins. Ich habe zwei eingesteckt zusätzlich. Momentan, man sieht, wenn man... Maustaste gedrückt, um die Waffe aus dem Schnellinventar... Okay, alles klar. Ja, und wenn man jetzt guckt, wir haben jetzt momentan nur zwei Slots und Fäuste. Das wird aber später mit Aufstiegen mehr. Oder oben sind auch mal zwei. Also vier Slots haben wir von sieben. Das ist auch schon total für Maus und für Controller ausgelegt, ne? Ja, also es spielt sich sehr gut. Das kann man auf jeden Fall sagen. Fußball. Oh, das ist ja schwierig. Was los? Was? Wo ist hin? Da. Ist ja voll schäbig. Und weg ist er. Das hat voll die realistische Ballphysik. Oh, wir müssen hier hoch. Pure Scuba. Das ist ja geil hier. Oh, hier Besenstiel. Ist cool gemacht, ne? Ja, absolut. Oh, also, den Besenstiel, wo habe ich denn den jetzt hingesteckt? Den hast du jetzt im Inventar. Also, wenn du irgendwann mal brauchst, dann hast du ihn. Oder hier gibt es dann so Sachen wie Energy Drinks. Ja. Die kann man zum Beispiel nehmen. Auf meiner Kamera seht ihr bestimmt einen Hund rumkaspern gerade. Die kann man bestimmt nehmen, wenn man Energie braucht, ja.
Und ja, dann trinkt man die. Oder man kann sie so trinken, weil momentan brauchen wir keine. Okay. So. Also lieber da lassen, ja? Ach du, die tauchen immer wieder auf, die spawnen dann. Die sind übrigens nicht shared hier, diese Kisten, also er hat mir gerade irgendetwas geklaut. Ach so. Aber das ist egal. Ich dachte, das wäre... Man kann ja auch handeln untereinander. Ja. Das heißt, wenn man mal irgendwelche Teile braucht, dann hat man sie. Oder was immer hilft, ist in die Fresse treten. Gut. Fresse treten ist immer gut. Du hast Spaß jetzt schon, oder was? Oh, das erste Ding ist schon kaputt. Da muss man ja echt aufpassen. Oh ja, man kann ja aber auch reparieren. So, wie ihr seht hier, wir haben verschiedene Hautschichten, Knochen, alles drin. Warum bei mir nicht? So, und auf dem Boden heißt nicht immer kann unbedingt, kann es sein, weil ich die Effekte runtergeschraubt habe? Obwohl, nee, das kann ja nicht sein. Vorhin sind ja auch noch Köpfe explodiert. Was auch ja, das ist zufällig. Es muss nicht immer sein, dass Leute, die auf dem Boden liegen, auch wirklich tot sind. Guck. Ja, habe ich gerade gemerkt. Ja. Ja, hier ist auch der Kopf schön zerplatzt. Also, es ist nicht ja, ohne das Spiel ist von der Indizierungsliste B auf die Indizierungsliste A gesetzt worden. Also, sie haben es wieder runtergesetzt. So. So, jetzt muss ich mal mein Dings nehmen. Mein Stock. Wo ist denn der Besenstiel? Da. Wie kann ich denn den auswählen? Hast du ihn denn nicht im Schnellinventar gehabt? Nee, nicht im Schnellinventar. Jetzt bist du im normalen Inventar. Ja. Okay, dann zeigen wir das gerade mal. Ich gehe auch mal in meinem Inventar. Man kann den zum Beispiel hier, ich habe eine Metallpaddelstange. Wenn man die auswählt, die kann man auswählen und dann kann man die, wenn man draufklickt, dann kann man die an den Seiten dann irgendeinen Schnellslot reinpacken. Ja. Ja, das ist mit der Maus echt beschissen. Also Joypad spielt sich super. Also ja, ich werde vielleicht in der nächsten Stunde tauschen. Also ich finde, die Grafik ist okay, ich habe schon bessere gesehen, aber sie ist eigentlich doch ganz hübsch anzuschauen. Bam, bam! Bruch! Geil ist auch, da gibt es so eine riesengroße Zombies, die heißen Schläger. Und wenn du bei denen hingehst und du brichst ihnen beide Arme, dann versuchen sie dich so zu schlagen, dann drehen sie sich so, ja, und dann schwingen die Arme so hinterher. Das sieht voll geil aus. Ja, Sadismus, ich weiß. Schlechte Eigenschaft. Absolut. Ja, das passiert, wenn ihr zu lange in der Sonne liegt, also pass auf. Bin gerade hier eingebrochen. Was da drin? Dietrich Stufe 1 benötigt. Stacheldraht. Nahrungsmittelkonserve, das war's. Die kannst du mal einsammeln, die kannst du für eine spätere Sammelquest immer gebrauchen. Hinter dir ist ein Zombie, warten die darauf, bis du mit einem fertig bist? Nee, der hat sich gedacht, Frauen ist doch viel cooler. Oh, jetzt habe ich nur noch Fäuste. Ah, for Christ's sake. Jetzt auch so Finisher? Ja, es gibt später, jetzt habe ich ein Hackmesser gefunden, ist auch gut. Es gibt später so eine Möglichkeit, wenn die liegen, dass man auf den Kopf drauf springt, dass der explodiert. Das geht. Also man kann man hochspringen, den ins Gesicht treten und wenn sie dann umfallen, kann man den Kopf platzen lassen. Das okay. Ist ganz gut. Also, das macht schon Spaß. Aber das Spiel ist natürlich echt was anderes als das, was ich erwartet habe. Was hast du erwartet? Oh, guck mal, ich habe gerade 9 Dollar genommen, also du hast die genommen. Und wie? Ja, die werden geshared. Also Geld wird geshared. Jetzt drücke ich drauf. Energiedrink, ich muss mal was trinken, weil es heiß. So. Ja, was hast du denn für ein Spiel erwartet? Naja, was hat man erwartet nach dem Trailer, ne? Das ist schwer zu sagen. Also, es ist auf jeden Fall ein extrem brutales Spiel. Willst du ihn ansprechen? Ja, nö, kannst du ruhig. Ich sehe es ja unten auch. Fuck, my own fucking brother! Jesus Christ! What else could I do? Let him kill me? Why are you looking at me like that? What the fuck do you want from me? I had no choice! Der ist am Arsch. Das war's. Warte mal, das war deine Familie, oder was? Gut. Ja, da habe ich auch schon drauf gehauen. Können wir ihm nicht auch einfach eine geben? Nee. Das geht leider nicht. Guck mal, hier, willst du ein Rohr haben? Komm, hier. Lass mich auch mal ein Rohr haben. Was ist hier so drinne?
stumpfe Waffen, wie gesagt, damit kann man Leuten die, die Knochen brechen. Und ich kann Leuten zum Beispiel den Arm abpacken, so wie jetzt. Und das sieht sehr schön aus. Kann ich mit dem Messer aber nicht so. Das kommt auch auf die Stärke des, der Waffe an. Da muss ich 3-4 Mal durchschlitzen, guck dir das an. Ja, das kommt auf die Waffe an. Ein Hackmesser geht eher. Hier haben wir eine Aufzeichnung. This is Roger Howard on a special assignment on the Radio, schalt mir mal aus, das ist scheiße. I'm investigating illegal logging. Warum sind das Copyright Songs, die hier laufen? Nein, irgendwelcher Scheiß, der läuft. So, hier hinten können wir die Tür aufmachen. Gucken, ob ich es hinbekomme. Erster Versuch, Junge. Junge! Junge! Oh, where the fuck? Oh, da ist der Arm ab. Ah, herrlich. So, der Kopf ist auch ab. Ihr seht, das Spiel ist dezent blutig. Joa, so ein bisschen. Geht schon klar, auf jeden Fall. Ja. Rettungsschwimmer Schlüsselkarte. Die sollten wir doch holen. Bam. Jetzt müssen wir zurück zu Cindy Roy. Warum sagst du Cindy? Ich nenne ihn immer Cindy Roy, weil Cinemoy irgendwie scheiße klingt. Das hat sich so eingebürgert, weil ich das Spiel ja schon zweimal durchgespielt habe, auch mit einem Compadre. Hat sich so eingebürgert, dass wir ihn Cindy Roy nennen. Okay. So, gehen wir mal hier lang. Da gibt's übrigens einen coole versteckten Gag hier. Kommst du mal mit, glaube ich. Ja. Gucken, ob ich es finde. Hier. Das ist voll cool. Rotlicht? Hier wollte jemand ein Porno drehen, guck. Und sie ist gefesselt. Ja. Oh. Was machen wir da mit Slip Girl? Oh, wir haben jemand angelockt. Ja, kannst machen, was du willst. Sie kann dir nichts tun, hör. Warte mal, ich will mal hier in... Eieieiei, zieht euch das rein. Pervers, oder? Irgendwie, warte, ich will auch, ich will auch. Oh, dann ist es auch tot. Komm, gib ihr. Und das war's. Oh, Bruch. Oh Gott! Jetzt hätte sie sich doch befreien können, ohne Arme, die festgebunden sind. Roar! Oh, ist, ah, scheiße, mein Schwert ist alle, mein Schwert. Deine Ausdauer. Ja, ich hab da gerade, nee, das Messer leuchtet schon total rot oben. Ja, Messer zerbrechen nicht wie Paddel, die machen dann einfach nur so gut wie keinen Schaden mehr. Das sehe ich, merke ich jetzt auch gerade. Ja. Wie kann ich das wegwerfen? Ach so. Aus dem Inventar zum Beispiel. Ich habe jetzt tot getreten, ja. Ja, also wie gesagt, ich habe so ein kleines bisschen, habe ich sie jetzt. Ja, so, oh, guck mal, wie schön sie uns anguckt. Ist aber das eklig mit dem Bein. Das ist schon sehr detailliert gemacht bei dem Spiel, da kannst du sagen, was du willst. Aber ne? Krass, wie das Fadenkreuz automatisch Stellen am Körper anvisiert. Ja, ja, deswegen geht das auch mit dem Joypad so gut. Ekelhaft. So, ich behalte mal mein Messer drin, weil das kann ich vielleicht später nochmal reparieren. Ne, ich habe meins hier hingelegt, weil es eh schwach. So, du hast alles schon ausgeräumt, wie ich sehe. Na, logisch. Ja, nicht alles. Ne, hier ist noch Energy. Ja, das brauche ich nicht. Obwohl, trinken wir mal hier, ich bin Energy Drink Junkie. Ja, ich auch. Wir sind zurück zu Cinemoy, wa? Hä? Oh, da ist ja noch eine. Ja, du hast ganz schön viele angelockt hier. Was heißt angelockt? Ich wollte das ja. Ach so, das war eiskalte Berechnung. Ja, aber besonders stark sind die nicht, ne? Na, das sind ja nur Walker. Später kommen noch Tanks, richtige. Ich bin in die falsche Richtung. Welche, die rennen, gibt's auch noch. Die siehst du auch bald. Also ich weiß nicht, wie weit wir sind. Wahrscheinlich ist der Part schon fast rum. Oh, hey. Hier gibt's ein rostiges Rohr. Rohr, meins. Oh, da habe ich gerade weggenommen. Soll ich's hinlegen? Ich hab's auch genommen, lustig.
Hä? Wir haben wahrscheinlich exakt gleichzeitig gedrückt. Ich hab das rostige Rohr aber. Ich auch. Ja, lustig. Also müssen wir uns abstimmen, wenn wir gleichzeitig drücken, dann haben wir beide eine Waffe. Account Sharing. Account Sharing. Glitschen, ne? Was willst du da? Ach, da war noch eine. Ja. Mal schön hier ins Po rein. So, das sieht so fies aus. Guck dir mal den Hals an. Oh, ist die Stange leer. Ja. Ja, also es gibt hier sehr viele verschiedene Hautschichten. Die sehe ich gerade nicht, weil ich Effekte auf niedrig habe. Verdammt. Beim nächsten Video. Wir werden das optimieren. Ja, genau. Das war ja geil. Ich bin ein krasser Kung Fu Kämpfer. I think I'm got him. I think I got him. Oh, ich brauche mal Energie. So. Ich hatte doch hier noch das rostige Rohr. Wie kann ich... Warum will das jetzt denn nicht... Ach, zweimal anklicken muss ich. So, sind wir beim Cinnamon gleich wieder. Das sieht schon geil aus. Also hier, die Landschaft ist cool. Ja, auf jeden Fall. Also stimmungstechnisch ist es sehr, sehr cool. Es ist, wie gesagt, kein Crysis oder Battlefield. Muss es aber auch nicht sein, finde ich. Nee, es macht genau das, was es soll. Kann ich mich verletzen, wenn ich von so weit oben runterspringe? Kommt auf an, wie hoch. Also bei den Treppen schaffst du es nicht. Okay. Renn ich mal. Rennen kostet auch Ausdauer. Ja, hab ich gesehen. Cinnamon! Warum komme ich hier nicht hoch? Weil ich besser bin. Kann man nur auf dieser schrägen hoch? Nee, nee, ich bin auch hochgesprungen. Vielleicht war es nur die falsche Stelle. Okay, jetzt haben wir das hier erledigt. Ich guck mal gerade, wie lange wir noch haben. Ja, wir haben noch. Och, noch knappe 20 Minuten. Okay. Bauplan genagelt. Muss ich jetzt dran, ja? So, Sammlerstück gefunden, Bauplan genagelt. Und nun wieder mit dem Typen reden, ja? Genau. Und dann gibt es eine neue Mission, weil wir müssen ja auch den Turm erstmal säubern, das weiß ich jetzt schon. Ja, und dann kriegen wir eine Belohnung und ein Eigenbau-Hackmesser. Yes. Jawohl. Und jetzt gleich siehst du auch mal rennende Zombies. Da gibt's einen Trick, um die zu erledigen. Spring! Ein Trick. Weil wenn sie kurz vor dir sind, drückst du mal auf Schlagen, dann brichst du ihnen meistens direkt das Genick oder hackst ihnen was ab. Weil auf dann Schlagen. Ihr eigener Schwung... Genau, du schlägst mit der Waffe kurz bevor sie bei dir sind, diese rennenden Zombies, und meistens kriegst du dann direkt einen Critical. Immer einen Kopf, ja. So, hier, der Steffen hat auch noch mal was. Oh, hier, Steffen. Achso, ich bin schon losgelaufen. Ja. Ich komm zurück. Wir haben mittlerweile wahrscheinlich einen Weg von der Insel runtergefunden. Ja. Kriegen wir Cash und 300 EP. Schwierigkeitsgrad einfach. Wenn wir also die Maggie finden, sollen wir Bescheid sagen. Achso, das ist wieder so eine Sidequest, ja? Ja, das ist eine Sidequest. Also, wenn wir irgendwo eine Maggie finden, dann... soll wir ihm Bescheid sagen, wenn wir sie nicht finden, ist auch nicht schlimm. Boah, der ich gucke gerade aus meinem Zimmerfenster hier und sehe, dass der Mond extrem hell leuchtet und sehr tief ist. Das liegt daran, dass wir zusammen spielen. Oh. Das bringt sogar die Gezeiten durcheinander. Oh, oh Gott, es geht wieder los. Alarm! Herr Tutorial alle haben wir. Let go! Let go! Hey, warum bist du noch nicht tot, wenn ich dir auf den Schädel haue jetzt? Das Geld her. Man kann auch werfen auf die Leute. Ja, das habe ich herausgefunden jetzt, wie das geht. Und hier irgendwo ist auch. Hier ist Maggie! Am Arsch, das war nicht Maggie. Ha, verarscht! Da hat er euch voll geflaxt. Das war so klar, ne? Wenn ich dachte mir einfach mal gucken, was hier so abgeht. $13. $13, ja, warum nicht, ne? Ja, eben. Schwerer Hammer. Jetzt habe ich aber Spaß. Schwerer Hammer, warum nicht? Der Hammer war hart. Da ist einiges am Start. Das kennen die jüngeren Leute nicht. Ich glaube, du kriegst einen Anruf. Ich krieg keinen Anruf. Ich höre hier auch überhaupt gar nichts. Wow, du bist ja schon wieder so weit weg.
Und hopp. Ah. Boom, schwerer Hammer geht ab. Der geht später, wenn du ihn wirfst und du hast ihn mit Strom geupgradet, dann geht er vorwärts. Ich habe keine Energie. Ah, da vorne ist eine Büchse. Die finde ich mal kurz nebenbei. Ja, man muss schon aufpassen. Ja, ist nicht viel, ne, was man hat. Das wird aber mehr. Das heißt, das ist also richtig rollenspieltypisch. Deine Energie wird mehr mit der Zeit. Oh. Kopfschmerzen, würde ich sagen. Sauber die Haare geschnitten. Absolut. You wanna come with me? Hey, Harry. Ja, hier drin finden wir vielleicht mal da irgendetwas, was wir gebrauchen können. Zum Beispiel gibt es da drin eine Werkbank. Kann ich einen Rechner anmachen? Große Batterien. Energie, die brauche ich ja. Energie ist nie verkehrt. Bin schon fast wieder da. Also wieder fast voll da. Ja, hier draußen irgendwo stand, glaube ich, auch eine. Wo ist denn die Werkbank? Die ist hier hinten drin. Da geht man dann hier rein. Dann wird es dann allen möglichen Scheiß. Da kann man zum Beispiel seine Waffen reparieren. Wie ein Upgraden, modifizieren. Es ist ja nämlich schade, wenn mein Hammer gleich kaputt ist, ne? Eben, dann kannst du zum Beispiel hingehen und sagen, ich habe zum Beispiel einen schweren Baseballschläger in der Tasche. Ja. Und ich habe Nägel. Ja. Aber nicht genug. Schade. Sonst könnte ich euch zeigen, jetzt das Upgrade genagelt. Weil hier oben ist doch Draht, Klebeband, das kann man ja auch schon mal einsacken. Wie groß ist denn das Inventar? Kann man ohne Ende einstecken oder? Von den Bauteilen, ja. Waffen nicht unendlich, aber Bauteile geht's bis, boah, unendlich. Wie das und beschäftigt steht hier gerade. Wer ist beschäftigt? Du. Ja, weil ich mal Baseballschläger mal upgrade, dass er mehr Schaden macht. Ich habe mal voll geupgradet und hab den Schaden etwas erhöht. Ich, mir auch ich kann erst ab Stufe 3 nehmen. Kann nur reparieren, meinen Hammer. Ja, erst musst du ihn reparieren und dann kannst du ihn upgraden. So. Weil wenn er kaputt ist, kannst du kein Upgrade machen. Reparieren. Hier liegt noch ein Fakt, hast du den genommen? Nee, warte mal. Vom Monitor. Ich habe den jetzt repariert. Aber wo kann ich den jetzt upgraden? Ja, da hast du auch einen Reiter oben. Upgrade. Ach, da! Ja. Haltbarkeit. Ach so, okay, muss ich auf Upgrade drücken. Upgrade kosten $22. Machen wir mal. Und dann kannst du ein paar Mal upgraden, dann kriegst du mehr Haltbarkeit, mehr Schaden, mehr Wucht. Zum Beispiel fliegen, dann brichst du eher was, wenn du mehr Wucht hast. Ja, aber ich habe ja genug Cash gerade, da kann ich den ja mal voll upgraden. Ja, später wird's teurer, mach dir keine Sorgen. So. Habe ich also später voll Upgrade dauert. Also das brauchst du viel Geld für. Sind wir fertig hier? Gut, hier draußen noch ein Energy Drink, falls du brauchst. Nee, jetzt gerade nicht. Okay. Kann man die auch einsacken? Oder nein. Immer nur aktuell trinken? Aktuell trinken, aber Medipacks kann man finden. Was war das? Rennende Zombies. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, das war noch keiner. Die kommen gleich. Okay, der ist schon tot. Immer mal drauf treten. Das ist die Rennen. Da. Immer schlagen, kurz bevor sie bei dir sind, weil dann kann immer sein, dass du einen Kühlplan kriegst. Ja, der Hammer ist ja der Hammer. Der ist hammerhart, ne? Zwei Schläge, bam, beide Zombies tot. Ja, ja, wo Sachen mit Wucht brechen den ganz oft sämtliche Geräten. Richtig geil. Oh, hey, Arschloch. Bam, die Zeitlupe. War das bei dir dann auch in Zeitlupe? Nein, das war jetzt nur bei dir, weil es dein Crit war. Oh, voll gut. So, hier haben wir schon die erste kleinere Herausforderung, weil das sind mehr als nur zwei. Ja, das ist ja kein Problem. Guck mal, wenn wir einfach schneller hingehen. Der nächste. Boah, ich hab einen Schlag drin gefunden. Wow. Die Schreie von denen finde ich so fies, gell? Oh, der stand noch, der Typ. Das ist geil. Das ist echt total pervers, Mann. Also für Gorehounds ist das Spiel pervers. Oder wenn du Granaten wirfst, ist geil, dann fliegen dir die Beine, die Arme, alles entgegen. Guck mal, bei dem hier splattert es noch die ganze Zeit aus dem Schädel.
Ja, es spritzt dann schön bei. Ich sehe es jetzt nicht. Achso, bei mir hier, es läuft alles voll hier. Ja, das ist bei dem Spiel nicht immer ganz synchron. Aber das haben die Leute durchaus schon das ein oder andere Mal, wo sie es noch sehen können. Ich habe ein Rundmesser genommen. Ja, damit kann man so Sachen wie den Schlitzer bauen. Oder weißt du, was cool ist? Wollen wir mal einen Zombie in die Luft sprengen? Ja, schmeiß mal unten, wo die ganzen Zombies sind. Ach, die sind weg. Ne, war oben kommen gleich welche, wenn wir die Treppe hochgehen. Okay. Wenn man wirft und geht dann direkt auf Zielen zum Waffenwerfen, dann visiert er die Gasflaschen automatisch an. Okay, mach mal. Da hinten. Alte Scheiße, das war lustig. I love the smell of napalm in the morning. Überhaupt gar kein Querverweis, ne? Das war richtig lustig gerade. Ja, so schon Scheiß kannst du die ganze Zeit hier im Spiel machen. Jetzt habe ich irgendwie einen anderen Hammer, habe ich das Gefühl. Oder er ist abgenutzt. Nö, nö, der hat noch. So, und gleich sind wir beim Feuerwehrturm. Und dann begegnen wir unserem ersten Schläger. Die halten ein bisschen mehr aus, also da ist was mit Wucht sehr gut. Ja, okay. Weiter, weiter, weiter. Moment, Moment, Moment. Ich guck mal, welche Waffen ich im Inventar habe. Hast du noch genug Energie? Ja, die Energie sieht gut aus. Dann nehme ich noch. Sieht gut aus. Ja, alle habt ihr wie du. So, dann los. Wollen wir mal, ich hätte hier noch ein... Achso, da durchhauen kann ich natürlich nicht. Ja, unrealistisch. Tauchermesser. Tauchermesser, das ist... Nimm ich mal als kleine. So, jetzt gehe ich an den Kartenleser, ja? Ja. Und die Gasflaschen heben uns auf. Aufstieg, das ist sehr gut. Dann kann ich, bevor wir den Schläger uns besorgen, kann ich mir einen schönen Baseballschläger ausrüsten jetzt. Das ist geil. So, hier haben wir eine Gasflasche. Wenn du willst, springen sie in die Luft. Dann muss ich aber mit was anderem werfen, ne? Ist egal, die Waffe geht nicht kaputt, die kannst du wieder einsetzen. Ah, okay, dann versuchen wir es mal. Also ich werfe die jetzt erstmal? Werfen, dann gehst du direkt auf Zielen, als wenn du die Waffe werfen würdest, und dann visiert das normalerweise an. Nun bist du jetzt zu weit weg wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, schade. Egal, die Waffen liegen alle noch da. Ich finde das so geil. Voll gut, so, echt. Ich habe jetzt einen schweren Baseballschläger. Das ist übrigens auch der, den ich zu einer Nagelkeule demnächst ausrüsten werde. Oh, die Alte hat gerade auch echt mehr ausgehalten. Aber das war noch nicht eine von den Starken, ne? Nein, der Starke wird jetzt gleich mustergültig eingeführt. Wir locken den hier an diesen Gasflaschen vorbei. Ja, die kann man nämlich in die Luft sprengen und dann werfen wir was drauf. Okay. Natürlich, wenn du jetzt hier drauf drückst, kommt der neue, ja? Dann gehe ich schon mal nach hinten. Ja, natürlich. Achso. Dann kommt eine kleine Sequenz. Ist der auch schnell, oder? Oh. Nein, die sind scheiße langsam, aber wenn sie schlagen, kann es sein, dass du 100 Meter fliegst. Also nicht 100, aber eine ganze... Aber du kannst mit einem Schlag schon sterben, oder? Nein, das nicht, aber viele brauchen auch nicht. Deswegen ist es immer gut zu warten, bis er schlägt, ihm einen zu verpassen und wieder rückwärts zu gehen. Oder man hat Gasflaschen. Hopp, geh mal hin. Hopp. Komm, komm, komm. Versuchen die Arme zu brechen. Guck, jetzt ist ein Arm gebrochen. Siehst du das, wie der rumhängt? Ja, der rechte von ihm. Ja, das ist voll geil. Jetzt kann er nur noch mit einem schlagen und dann versucht er sich zu beißen, da beide gebrochen sind. Autsch, siehst du, jetzt bin ich weggeflogen. Nimm ich mal den Hammer wieder. Ja, wir könnten ihn auch natürlich einfach beim Gasflaschen vorbeilocken. Ja, komm her, ihr beide. Ja, den kleinen machen wir so. Der ist ein bisschen langsamer. He? Willst du sprengen oder soll ich sprengen? Ich wäre schon bereit, aber soll ich jetzt? Oh, ich werfe den Kaffee. Entschuldigung. Habe ich dir wehgetan? Ach, kein Stück. Ich bin tot, du musst mich wiederbeleben. Wie? Ja, zu spät. Nee, da war nichts. Ach, da bist du doch. Ja, jetzt bin ich auf der Seite. Ja. War das jetzt schlimm? Marokko verrecke, ey. Das war keine Absicht. Wart mal ich. Oh, Entschuldigung. Hast du dadurch jetzt irgendwas verloren? Also... Nee. Hat das eigentlich nicht. Hat das jetzt irgendwelche Auswirkungen? Also irgendwas richtig schlimm? Nö, schwierig? Das hat die Auswirkung, dass ich tot war. Ja gut, okay, dann ist es ja lächerlich. Ja, tot ist ja nicht so schlimm. Ja, ich meine, wenn man sofort wieder da ist, ist doch Latte. Jetzt säubern wir die Station und dann müssen wir eigentlich ganz gut in der Zeit liegen.
Großer Nagel, die brauchst du doch. Nägel sind gut, ja? Ja, hier. Dann guck ich mal, ob ich das noch demonstrieren kann. Mit der Nagelkeule. Wollen wir mal reparieren. Modifizieren. Was brauche ich denn bei genagelt? Ah, normale Nägel, nicht großer Nagel. Ich hätte aber auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass du da noch stirbst, also weil du doch relativ weit von den Gasflaschen weg warst. Ja, aber es kommt vor. Es gibt später auch Händler, wo man auch Bauteile kaufen kann, ne? Also wenn man was upgraden möchte. Hier ist zum Beispiel so ein Stinker. Immer noch mal das Kopf hauen. Säubern hier. Der Hammer ist schon ganz geil, muss ich ja sagen. Hier habe ich mal einen auf einen draufgetreten und habe ihm das Bein abgerissen damit. Ist auch sehr gut. Nur durchs Drauftreten? Ja. Du teilst auch mehr Schaden durchs Treten aus später, also wenn du upgradest. Langsam, das heißt, irgendwann kannst du auch Leuten mit den Fäusten die Gliedmassen brechen. Ja, Zombies haben ja ganz, ganz weiche Haut und so, da kommt man... Achso, ja. Ich sehe gerade, dass oben links so der Pfeil so nach oben geht, das heißt, ich habe ein Level, ne, Upgrade. Genau. Ja, wo war das nochmal? Da doch, I. So, kann ich gucken, was hier noch ist? Eigentlich könnte ich jetzt erstmal alle Hauptsachen... Oben. Ja, ich habe jetzt auch Raserei gemacht, das zeige ich jetzt sogar mal. Ja, Raserei habe ich ja auch. Ah, das ist noch nicht voll, okay, das zeige ich dann bei Gelegenheit. Manchmal haben die auch Waffen in der Hand, zum Beispiel der hier jetzt. Warte, ich bin noch im Menü. Der hat den Stock abgenutzt gehabt, mit dem er nach mir schlägt. Okay. Ich habe, Raserei ist bei mir voll. Ja, dann musst du lange auf irgendeine Taste drücken, ich weiß es nicht, was das ist bei der Tastatur. Y. Ah, oder Z. Zeigst du einfach mal oben dann. Weil oben kommen noch ein paar Gegner. Ja, warte, dann gehe ich erst noch mal ins Menü und gucke. Ja, schau lieber nochmal. Fähigkeiten. Nicht, dass es dann peinlich wird. Und ich mache jetzt Fähigkeit ansehen da. Wenn die Raserei voll ist, halte Y gedrückt. Okay, das machen wir dann bei den nächsten Zombies, die wir gleich finden. Okay. So. Dann müssen wir nach oben gehen, hast du gesagt. Also hier vorne. Genau. Ist hier noch irgendwas, was bauen kann? Okay. So, hier geht ein Flugzeug drüber. Das sehen wir später auch nochmal, das Flugzeug. Also Lost-mäßig, ja. Und jetzt drücke ich einfach mal Y, halte ich gedrückt. Genau, und jetzt machst du Platz. Alter, wie geil ist das denn? Das hält zwar noch nicht lange an, ne? Ja, aber wenn du mal 4-5 Zombies hast und die Scheiße ist am Dampfen, war dann gibt's nichts Besseres. War das fett gerade. Den einen habe ich total zerschnetzelt. Ja, ein Schlag, der Kopf ist weg. Das ist, ja, macht Spaß. Sie hat dann ein Messer rausgeholt. Ja, und bei mir ist es dann hat der Wurfmesser und die kann ich dann in so einer Geschwindigkeit so zack, 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 zack. Vielleicht hätte ich die auch werfen können, weiß ich ja nicht. Nee, meiner ist ja Wurfspezialist, seiner ist ja Spezialistin für, Für Waffen, Pistolen für, eigentlich. Nee, für deine ist für Schwerter. Warum Pistolen ist die Purna. Ach ja, die Schwatte. Die maximal pigmentierte. Ja, natürlich. So, jetzt müssen wir den, Die Nomi anrufen. Ich drück mal drauf. Sind die Nomi. So, das ist jetzt unsere neue Hauptstation. Das Lifeguard Center. Jawohl. Oh, Autofahren können wir auch? Ja, das gibt's auch in dem Spiel, Autofahren. Oh, geil. Zombies umfahren mit einem Van oder mit einem Jeep, was man so findet. Es geht. Das ist später gut, weil manchmal muss man zwischen Lifeguard oder später gibt's noch andere Stationen. Ich weiß, hin und her fahren, dass es einen Leuchtturm gibt. Ja, genau, und das ist ein Stückchen zu laufen, also... Guck hier, kriegen wir ein kraftloses Eigenbauhackmesser. Ich meine, besser als nichts, ne? Da, F. Okay. So, ich weiß nicht, wie wir zeitlich sind. Ich glaube, wir sind nämlich richtig gut zeitlich. Wir haben noch eine Minute Zeit. Also, können wir... Das ist perfekte Stelle. Ohne irgendwie jetzt was Neues anzufangen.
bedanke ich mich bei diesem ersten Part und auch danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, das hat euch gefallen, diese neue Reihe, und ich denke, da wird mehr von kommen. Ja, Leute, haut rein, auch hier die Zuschauer vom Herrn Vendetta. Und die Zuschauer vom Zombie-Gulasch. Die ganzen vier. Und bei mir sind es fünf, von daher. Mindestens, aber nur weil du dabei bist. Haut einfach rein. Haut rein und bis dann. Ciao, ciao. Ciao.